The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform in collaboration with Minpostel, CRTV, UNESCO, and UNICEF for students of secondary education in Cameroon. A series of lessons taught by qualified teachers. For secondary school students learning has never been easier with distance learning. An initiative by the Ministry of Secondary Education under the stewardship of Professor Paulina Lobalyunga in collaboration with the Ministry of Posts and Telecommunications, CRTV, and UNESCO. And UNICEF, we are introducing distance learning as another teaching and learning method which is different from the traditional classroom setting that you are all used to. In the distance education mode, you are not with the teacher in person, so take your time, relax, listen to the teacher, take down notes, and visit the following links for any questions or answers to your question. Take it in your stride. Nana Valyunga, Minister of Secondary Education. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen der Terminalklasse, guten Tag. Herr Erlanger, Ihr Deutschlehrer ist wieder da für Sie, okay? Okay, eine Frage. Wie geht es Ihnen? Einfach mit dem Zeichen, ein Zeichen mit dem Finger. Gut? Nicht so gut? Oder nicht gut? Mhm. Okay, es geht Ihnen gut, es geht mir auch gut. Okay? Es geht uns gut. Okay, letztes Mal haben wir einen Text gelesen. Und in diesem Text ging es um die Entwicklungsprobleme in Afrika. Okay? Die Entwicklungshilfe hat ihre Ziele in Afrika nicht erreicht. Es gibt viele Probleme in Afrika. Und diese Probleme haben wir letztes Mal genannt. Welche Probleme zum Beispiel? Ja, genau, die Korruption. Was noch? Ja, die Arbeitslosigkeit. Was noch? Genau, die Hungersnot. Was noch? Ja, der Bürgerkrieg. Es gibt viele Probleme in Afrika, okay? Und als Hausaufgabe sollten Sie ja Vorschläge machen, um diese Probleme zu lösen, okay? Das ist das Thema des heutigen Unterrichts, okay? Also, diese Vorschläge machen, Vorschläge und Reaktion auf Vorschläge, okay? Lernziel, am Ende dieses Unterrichts können Sie Vorschläge machen und auf Vorschläge der anderen reagieren. Okay? Ich mache einen Vorschlag. Oder ich reagiere auf einen Vorschlag. Okay? Ja. Struktur des heutigen Unterrichts. Für den heutigen Unterricht werden wir zunächst einmal die Hausaufgabe besprechen. Dann werden wir bestimmte Redemittel lernen. Sehr wichtig. Und am Ende werden wir eine Anwendungsübung machen. Okay? Jetzt. Ja, als Hausaufgabe zum Beispiel, was haben wir gesagt? Vorschläge. Ja? Ja, wir wollen Probleme in Afrika lösen. Okay? Machen Sie ja Vorschläge. Ja? Genau, warum nicht? Ja, eins, wir haben die Korruption bekämpfen. Die Korruption bekämpfen, das bedeutet, man kann auch sagen, gegen die Korruption. Gegen die Korruption kämpfen. Gegen
option kämpfen. Bekämpfen, das ist kämpfen gegen. Okay? Was noch? Sehr gut. Ja, viele Arbeitsplätze schaffen. Okay? Viele Arbeitsplätze schaffen. Okay, was noch? Ja, warum nicht? Die Umwelt schützen. Die Umwelt schützen. Ja, warum nicht? Sehr wichtig. Die Umwelt ist wichtig für uns. Die Umwelt ist wichtig für die Gesundheit. Okay? Ja, was noch? Ja, sehr gut. Viele Schulen bauen. Viele Schulen. Sagen viele Schulen und Bildungsinstitute. Und Bildungsinstitute bauen. Sehr gut, okay? Das sind ja einige, vielleicht einige Lösungen, einige Vorschläge, okay? Aber ich mache einen Vorschlag. Wie macht man ja einen Vorschlag? Man kann einfach nicht sagen, ja, Schule bauen oder Arbeitsplätze schaffen. Man kann das, also man soll immer Sätze formulieren. Deshalb brauchen wir also Redemittel. Okay? Redemittel. Man kann ja, es gibt Redemittel, um Vorschläge zu machen. Es gibt Redemittel, um Vorschläge abzulehnen. Es gibt Redemittel, um Vorschläge anzunehmen und so weiter und so fort. Heute wollen wir diese Redemittel lernen. Okay? Gibt es Fragen? Okay. Wenn es keine Frage gibt, dann machen wir eine Übung. Eine Übung. Es gibt ja einige Redemittel und Sie sollen diese Redemittel in bestimmten Kategorien einordnen. Okay? Okay. Hier sind die Kategorien. Wir können so die Tafel hier so einteilen. Wir haben hier Rede mit einem Vorschlag machen. Dann haben wir einen Vorschlag annehmen. Okay? Dann haben wir einen Vorschlag ablehnen. Okay? Und dann haben wir einen Gegenvorschlag machen. Und letztes Mal habe ich Ihnen gesagt, um Wörter zu verstehen, kann man ja diese Wörter zerlegen. Zum Beispiel Vorschlag. Wir kennen die Bedeutung von Vorschlag, aber gegen, dann kann man das Wort so zerlegen. Und wir haben Vorschlag und gegen. Gegen, das bedeutet nein. Okay? Gegen Vorschlag, okay? Genau. Und wir haben auch Fragen, wie der Partner oder die Partnerin den Vorschlag findet. Okay? Ja, das ist ja unsere Übung. Und das wollen wir jetzt machen. Was passt wo? Ich lese das Redemittel und Sie sollen ja das Redemittel in diesen Kategorien einordnen. Okay? Übung, was passt wo? Ordnen Sie zu. Dann haben wir, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders, ja, ja oder ja. Das sehe ich anders. Genau, das kommt hier. Ja, das ist, bitte. Das sehe ich anders hier. Ja. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders kommt hier. Okay? Das sehe ich anders. Jetzt. Zwei. Ich schlage vor wir. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Das kommt hier. Ich schlage vor.
Ishlage vor, comma, wir, gleich. Okay? Dann haben wir, wie finden Sie den Vorschlag? Das ist eine Frage. Und wo haben wir Fragen? Genau. Wie finden Sie den Vorschlag? Wie finden Sie den Vorschlag? Ich mache einen Vorschlag, dann stelle ich Ihnen die Fragen, wie finden Sie den Vorschlag? Okay? Damit bin ich einverstanden. Ja? Genau. Ja, das ist ja. Damit einen Vorschlag annehme. Ich bin einverstanden, das bedeutet, ich sage ja, oder das ist gut. Okay? Damit bin ich einverstanden. Damit bin ich einverstanden. Wie wäre es, wenn? Wo? Ja oder ja? Wie wäre es, wenn? Ja, das ist noch, ja, ein Gegenvorschlag machen. Wie wäre es, wenn? Wie wäre es, wenn? Bitte, Komma kommt hier. Vor der Konjunktion, okay? Da bin ich anderer Meinung. Wir haben ja anders und wir haben auch andere Meinung. Natürlich, das kommt hier. Da bin ich anderer Meinung. Okay? Ja. Weiter. Vielleicht sollen wir lieber. Ja oder ja? Genau, das ist ja. Vielleicht sollen wir lieber. Okay? Vielleicht sollen wir lieber. Sind Sie damit einverstanden? Das ist auch eine Frage. Sind Sie damit einverstanden? Wo? Hier haben wir immer Fragen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist eine Frage. Ich mache einen Vorschlag und ich frage Sie, sind Sie damit einverstanden? Sie können sagen, ja oder nein. Okay? Weiter. Oder schon. Wie finden Sie den Vorschlag? Wie wäre es? Ja, gute Idee. Genau, gute Idee, das ist hier. Gute Idee. Ja, Sie machen einen Vorschlag und ich sage, ja, und Sie machen einen Vorschlag und ich sage, ja. Gute Idee. Okay? Das ist eine sehr gute Antwort. Gute Idee. Das bedeutet, ich bin mit dem Vorschlag einverstanden. Okay? Was noch? Also, gute Idee, wäre es nicht besser? Ich bin einverstanden. Sind Sie damit einverstanden? Okay, das sind ja einige Redemittel. Einige Redemittel, um Vorschlag zu machen. Ich schlage vor, wir, okay? Dann einen Vorschlag annehmen, das bedeutet, das ist gut. Damit bin ich einverstanden. Oder die, das ist eine gute Idee. Okay? Einen Vorschlag ablehnen. Ablehnen, das bedeutet, nein, ich bin nicht d'accord. Ich bin nicht einverstanden. Okay? Ich sehe das anders. Ich bin anderer Meinung. Okay? Dann haben wir einen Gegenvorschlag machen. Das bedeutet, ich bin nicht dieser Meinung, also ich mache einen anderen Vorschlag. Ich mache einen Gegenvorschlag. Okay? Wie wäre es, wenn? Ja, die Idee ist gut, aber wie wäre es, wenn? Okay? Vielleicht sollen wir lieber, okay?
So, ich mache einen Gegenvorschlag. Und hier fragen, wie der Partner oder die Partnerin den Vorschlag findet. Ja, ich sage zum Beispiel, also, um die Lage Afrikas, ja, um die Lage Afrikas zu verbessern, sollen wir die Korruption bekämpfen. Wie finden Sie diesen Vorschlag? Okay, hier. Oder sind Sie damit einverstanden? Okay? Ja, wir haben schon. Jetzt Frage. Kennen Sie ja andere Redemittel? Kennen Sie andere Redemittel? Kennen Sie andere Redemittel, um zum Beispiel einen Vorschlag machen oder einen Gegenvorschlag machen? Ja, es gibt ja andere Redemittel. Welche sind ja diese Redemittel? Zum Beispiel etwas vorschlagen. Man kann sagen, ja, man kann ja die Liste ergänzen. Könnten ja, das ist Konjunktiv 2, okay? Wir könnten zum Beispiel, oder was halten Sie davon, wenn? Was halten Sie davon, wenn? Okay? Einen Vorschlag annehmen, man kann annehmen, das bedeutet akzeptieren. Das ist gut, okay? Okay, man kann sagen, oh, gute Idee, damit bin ich einverstanden. Oder kein Problem. Kein Problem. Sprich, dann oder auch in Ordnung. Okay? In Ordnung. Kein Problem. Okay? Bitte hier. Okay? Einen Gegenvorschlag machen, das ist hier, ich denke, es ist sinnvoller, wenn, okay? Ich denke, es ist sinnvoller, wenn. Ja, das ist gut, aber ich denke, es ist sinnvoller, wenn, okay? Dann einen Vorschlag ablehnen. Das bedeutet Nein sagen. Sie können einfach sagen, das finde ich nicht gut. Okay? Ablehnen. Hier. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Oder auch, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ich bin nicht einverstanden. Okay? Also, hier sind also diese Redemittel. Diese Redemittel können uns helfen, einen Vorschlag zu machen, einen Vorschlag anzunehmen, einen Vorschlag ablehnen, einen Gegenvorschlag machen oder fragen, wie der Partner oder die Partnerin den Vorschlag findet. Jetzt wollen wir ja eine Übung machen. Ich möchte jetzt sehen, wenn Sie schon in der Lage sind, ja, diese Redemittel korrekt zu verwenden. Korrekt in Sätzen. In Sätzen korrekt zu verwenden. Okay? Ja. Wir haben ja, wie können die Afrikaner, wir haben immer unsere Frage. Wie können die Afrikaner sich selbst helfen? Machen Sie Vorschläge oder reagieren Sie auf die Vorschläge Ihrer Mitschüler? Das ist, also eigentlich ein Schüler macht den Vorschlag und die anderen Schüler reagieren auf den Vorschlag des Schülers, okay, des Mitschülers, okay?
Ja, ein Satz. Ja, also die Afrikaner sollen die Korruption bekämpfen. Die Afrikaner sollen gegen die Korruption kämpfen. Sehr gut. Das ist ein Vorschlag. Ja, und die anderen? Aha. Genau, er sagt, er ist damit einverstanden. Er ist damit einverstanden. Wo ist er hier? Genau, er ist hier. Das bedeutet, er hat den Vorschlag angenommen. Er findet den Vorschlag gut. Okay? Ja, andere Personen? Ja? Ja, die Afrikaner können selbst ihre Lebensmittel verarbeiten. Verarbeiten, okay, in Kamerun. Das bedeutet Industrien in Afrika, beziehungsweise in Kamerun schaffen. Okay, wir haben schon unsere Redemittel an der Tafel, okay. An der Tafel einen Vorschlag machen, um einen Vorschlag anzunehmen, um einen Vorschlag abzulehnen, um einen Gegenvorschlag zu machen oder um zu fragen, wie der Partner oder die Partnerin den Vorschlag findet. Okay? Jetzt werden wir eine Übung machen, eine Anwendungsübung. Ich möchte ja mit dieser Übung überprüfen, ob Sie schon in der Lage sind, alle diese Redemittel korrekt in Sätzen zu verwenden. Okay? Ja, wir haben immer unsere Frage, die Hauptfrage dieses Unterthemas. Wie können die Afrikaner sich selbst helfen, sich selbst entwickeln? Machen Sie Vorschläge und reagieren auf die Vorschläge Ihrer Mitschüler. Ja, wie? Machen Sie Vorschläge, ja? Ja. Die Korruption bekämpfen. Ja, aber ich möchte gern, dass Sie diese Redemittel verwenden, um diese Sätze zu bilden. Das bedeutet, ja, die Afrikaner sollen die Korruption bekämpfen. Jetzt. Ja, ich. Ja, wer kann ihm helfen? Ja. Genau. Ja, sehr gut. Ich schlage vor, die Afrikaner sollen die Korruption bekämpfen. Was halten Sie davon, wenn die Afrikaner die Korruption bekämpfen? Ja, Sie haben einen Vorschlag gemacht. Sehr gut. Super. Okay? Jetzt. Die anderen, wie reagieren Sie auf diesen Vorschlag? Ja? Gut, ja, ich bin damit einverstanden. Die Afrikaner sollen die Korruption bekämpfen. Ich bin damit einverstanden. Wer ist auch damit einverstanden? Aha, fast alle sind damit einverstanden. Die Korruption ist nicht gut, okay? Die Korruption ist nicht gut. Wenn wir uns entwickeln wollen, müssen wir die Korruption bekämpfen. Okay? Ja, weiter. Ein anderer Vorschlag. Ja, die Afrikaner können selbst ihre Lebensmittel verarbeiten. Ja, jetzt. Ich? Mhm. Oder Sie wollen einen Vorschlag machen? Ja, mit einem Redemittel? Genau. Was halten Sie davon, wenn die Afrikaner selbst ihre Lebensmittel verarbeiten? Super. Okay. Das ist sehr gut. Was halten Sie davon? Wen? Okay. Jetzt die anderen. Ja? Sie wollen einen Gegenschlag machen. Ja, formulieren Sie bitte. Gut, ja.
Exact. Das ist eine gute Idee. Aber wie wäre es, wenn? Vielleicht sollten wir lieber die Schulen bauen, viele Arbeitsplätze schaffen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Gibt es jemanden, der den Vorschlag ablehnen möchte? Wie kann man formulieren? Wie? Ja, man kann einfach sagen, das ist keine gute Idee. Ja? Sie wollen nur Produkte aus Deutschland konsumieren. Sind Sie damit einverstanden? Okay? Sind Sie damit einverstanden? Ja, warum nicht? Nein, das ist eine gute Idee. Okay? Jetzt, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind zu Ende dieser Unterrichtssequenz gekommen. Wir haben bestimmte Redemittel gelernt. Wir haben gelernt, in Afrika gibt es viele Probleme. Korruption, Hungersnot, Krankheiten, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und als Afrikaner sollen wir denken, wie wir die Lebensbedingungen in Afrika verbessern können. Okay? Das ist wichtig für uns, das ist auch wichtig für die zukünftigen Generationen. Deshalb haben wir heute gelernt, wie man Vorschläge macht. Wir können jetzt Vorschläge machen, wir können jetzt auf Vorschläge von anderen reagieren. Okay? Das ist das, was wir heute gelernt haben. Jetzt als Hausaufgabe, es gibt immer, man kann ja Vorschläge in verschiedenen Kontexten machen. Als Hausaufgabe, hier haben wir die Übung, Sie wollen einen Ausflug mit Freunden am Wochenende machen. Schreiben Sie einen Dialog. Einen Dialog, in dem Sie Ideen zum Ausflug sammeln. Okay? Verwenden Sie ja diese Redemittel. Das ist Ihre Hausaufgabe. Okay? Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, noch einmal, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Aufmerksamkeit.